Ja, liebe Leute, weiter geht's heute mit den Routen 14 und 11. Wo fahren wir denn heute hin? Machen wir das erstes hin? Guck ich mal gerade drauf. Die bringt nämlich noch gar nichts in Geld, weil die hat noch keine Kohle einfach. Wir fahren zum Hauptbahnhof. Der Hauptbahnhof ist der hier unten. Ich wollte eigentlich nicht mit dem Bus fliegen fahren. Ich weiß nicht, ich bin vergessen auszusteigen, ne? Das war natürlich jetzt clever, dass ich jetzt sage, ich fahre jetzt beim fliege jetzt beim Bus. Das soll ich eigentlich auf die Route lassen. Route 11, der Irmway. Mal wieder ein Irmway auf der Bahn. Halt! Du bleibst hier stehen, Uschel. Genießt du die Fahrt oder fährst du lieber selbst? Ich fahre natürlich lieber selber, was soll ich dir noch sagen? Es wird dein Fahrgast natürlich wieder laute Musik. Wo bist du? Hier hin. Sorry, ich musste kurz die Mikrofoneinstellung überprüfen. Jetzt fängt es wieder, funktioniert auch alles. Also, es funktioniert vorher auch schon alles. Jetzt geht's weiter. Heute mit Route. Aber. Wie fragst du jetzt? Warum darf ich jetzt nicht fahren? Absenkung oder was? Ja. Das war der Gedanke dahinter. Gut, fahren wir weiter. So, wie viel hatten diese? Hast du vom neuen italienischen Restaurant gehört? Wo bin ich denn da jetzt vorbeigefahren? Sag bloß die bisschen. Wieso bist du jetzt da? Ist das keine? Ist das kein Pipo-Modus? Ich weiß nicht, ist das richtig getan? Seht ihr, dass die Route 14 kein Pipo-Modus hat? Warte mal kurz. Du hast jetzt kein. Wieso hast du keinen Pipo-Modus? Wieso nicht? Doch, hat er eigentlich. Okay, so habe ich das nicht hat. Wie haben wir denn überhaupt an Haltestellen? 14, 24. Die haben doch schnell gefahren, die Strecke, oder nicht? Zumindest in die Richtung. Ja, fast alle Haltestellen. Okay, alles ist gut. Die hat also doch Ping-Pong-Modus. So, jetzt fängt es auch noch an zu regnen. Ja, heute sind wir mal wieder ein bisschen mit unserem Irmway unterwegs. Wir haben jetzt den 700.000 knapp. Also wir haben jetzt ein bisschen Kohle wieder eingeloggt, damit wir Busse kaufen können. Wir müssen jetzt gerade 15 CG Busse. Warte, wir keine Flachsen? Steht der hier vorne jetzt ernsthaft? Hast du die Werbung für das Jazz Festival gesehen? Ich kann es gar nicht abwarten. Ah ja, weil ich an der scheiß Haltestelle vorbeigefahren bin. Ah, ernsthaft jetzt? Oh, ey. Wollte mich gerade jetzt ver... Ah, wollte mich jetzt... Ich war schon ein bisschen von der Haltestelle. Jetzt muss ich zur Haltestelle zurück, oder was? Na, Happy Birthday. Das war richtig falsch. Ich bin die Haltestelle noch angefahren. Ich habe die, ich habe gar nicht, stimmt, ich bin nicht angefahren. Ich habe die ja. Wollte mich verarschen, Junge. Warte mal, doch nicht. Wir fahren über Sonnstein, ne? Mit der Route. Ne, warte mal, wir sind ja, ich hätte ja überhaupt nicht müssen. Alles klar, okay. Das heißt, wir müssen jetzt hier links rum. So, wieder rechts. Ich komme zu spät, schon wieder. Oh, ihr steht mir ein bisschen im Weg beim Abbiegen. Ich sehe den Schnellstart auf der Seite. Problem. Ich habe manchmal, wenn ich vergesse, manchmal haben die sich einfach schon beim Randfahren der Haltestelle vor die Tür stellen. Mal kurz gucken, wo sind die Leute? Da stehen die Leute auf der 1 vorne. Na, auf der 6.
So, Haltestelle kann mal wieder ausgebaut werden. Ich habe Überraschung. Fahrroute 13, einmal mit Bus Iveco. Was wäre, okay. Ich hätte gerne mehrere Fahrkarten. So, nächster Zahltag. Gefahr 150 waren wir eben, ne? Ist meine Fahrkarte noch gültig? Weiß ich nicht. Wird mal Zeit, dass wieder eine Kontrolle machen, wa? So, habe ich die paar Clowns jetzt vor mir wieder stehen oder was? Oder wollen wir die jetzt gerade ein bisschen. Oder? Oh, wir haben direkt den ersten erwischt. Ach, das ist ein Schlafmittel. Hier bitte. Ich wollte mich nicht hinsetzen, ich wollte mich eigentlich nicht kontrollieren. Hier, bitte. Klar, hier. So, ihr zwei da vorne. Hier ist sie. Und der letzte. Also der erste und der letzte. Beides in der ersten Reihe saßen. Beide in der ersten Reihe und beide ohne zwei Leute ohne Fahrkarte. Naja, why not? So. Unter Sonnenstein. Naja. Geht weg da! Lass mich in Ruhe! Abflug! Ich will kurz hier raus. Wie viel Kohle haben wir denn überhaupt auf der Hand? So ein bisschen. 848.000. Ja, mit dem nächsten Zahltag sind wir bei 980.000 knapp. Passt mal so eine Million sogar schon, ne? Wir können schon bald wieder neue Busse kaufen. Also wir können schon wieder neue Busse kaufen. Ich kann das zwar schon wieder. Nächstes Mal, da können wir schon drei neue Busse kaufen. So haben wir 5 oder 6 Stück noch. Oh, das kann sein, dass wir das sogar tatsächlich. Vielleicht sogar schon in der nächsten Folge hinbekommen. Nächsten, übernächsten Folge ist ja die Mission abschließen. Da brauchen wir gar nicht mehr so viel zu fahren. We will see. Mal schauen. Oh, steht aber da noch Scheißkarre, du stehst. Du blinkst links, du Idiot. Mit seinem Scheiß-Taxi. Ja, ich bleib hier stehen. Ich muss links abbiegen. Und der fährt er geradeaus weiter. Weil ich hätte auf jetzt bekommen, oh, du hast links gedrückt, obwohl du geradeaus gefahren bist. Warum? Ich liebe es, NPCs. Also es hat mich irritiert, dass der plötzlich links abbiegt. Ich dachte, okay, der zieht an einem Rutsch durch, der zieht die Spur rüber und dann heißt es aber, nö, da doch nicht. Ich fahr dann lieber noch raus. Wir sind jetzt unterwegs nach Sonnenstein runter. Fahr weiter, du nervst. Taxi auf den Sack, ey. Ich will dich jetzt beurteilen, ich werde dich jetzt nicht da, mich dir ewig 3 Tage da vorstellen. Komm, fahr. Fahr. Ampel grün, weiter geht's. Ernsthaft? Du mit deinem scheiß Taxi. Ich hab dich jetzt aber nicht die ganze vor mir, oder was? Doch, natürlich. Ich muss natürlich rechts abbiegen, du biegst natürlich auch rechts ab. Links abbiegen, aber dann. Ah, Gott sei Dank, ist das Taxi weg. Mann. Warte mal, scheiße, ich habe mich falsch eingeordnet. Jetzt geht das ganze Ding mal ein bisschen auf mich. Jetzt habe ich mich ein bisschen falsch eingeordnet. Wir müssen mich geradeaus weiter und nicht rechts abbiegen. Danke für die Autofahrer, die ein bisschen aufmerksam durch die Gegend fahren. Und ich war jetzt durchgelassen. Ne? So. Jetzt lassen Sie mich rein. Sehr gut.
So. Bald haben wir schon wieder einen Zahltag, oder was? Das Wetter ist gerade auch nicht einfach. Ja, es tut mir leid, dass ich jetzt gerade so ein bisschen Leerlauf habe, weil ich hier gerade jetzt... Dankeschön fürs Reinlassen. Dass wir jetzt gerade unterwegs sind, also nach Sonnstein, bis zur nächsten Haltestelle. Sonnstein, das kennen wir ja schon wieder zu Genüge. Wir sind, glaube ich, jetzt eh gleich da. Ich weiß gar nicht, wie weit das jetzt noch überhaupt ist. Ach, schön, guck mal, wie sie fleißig warten, bis der Bus durch kann. Zweimal drin? Sonnstein, Hauptstadt? Bordenhof? Zweimal drin? Da ist schon der Split. Nee, das kann doch sein, falls schon der Split drin ist. Nee, das ist, glaube ich, nicht. Die hat doch nicht nur so 14 Haltestellen, oder nicht? Warte mal kurz. Eigentlich habe ich kurz einen Break gemacht. Ja, der Ruder doch nicht wieder. Also nicht 14 Haltestellen, das kann doch nicht sein. Wie viel haben wir denn insgesamt? Mal kurz gucken. Die hat insgesamt. Warte mal. Hauptbahnhof, Hemmertor. Eigentlich war das die Strecke, die wir hier gefahren sind. Warum fahre ich denn überhaupt schon nach Sonnstein? Muss ich flachsen? Wir haben doch die 14 ausgewählt, oder nicht? Was haben wir denn noch? Was fahren wir überhaupt jetzt gerade für eine Route? Nur so nebenbei gerade. Ich fahre jetzt Ende, aber waren wir überhaupt jetzt gerade lang? Eigentlich war die 14 ausgewählt. Warum auch nicht? Die ist ja da unten eigentlich. Warte mal. Alphabetisch brauche ich jetzt nicht. Zufriedenheit. Da waren ja die 14 und die 11. Ist das die 11? Kann das sein? Ja. Da hat tatsächlich nur so wenig Haltestellen. Das ist die das ist ja die Route 11. Also fahrt, ja, die müssen dann zurückfahren. Okay, wir machen dann tatsächlich den Break am Mordnerhof. Also in der übernächsten Haltestelle. Mal kurz, ich guck mal, wie überhaupt geht die Route. Das ist ja tatsächlich die 11. Sam of Man ist mein Lieblingskünstler. Ich gehe nur wegen ihm zum Festival. Ja, alles klar. Okay, dann müssen wir doch den Break machen. Gut. Tada! Okay, dann habe ich einen kleinen Fail gemacht. Ich dachte mir, wir können tatsächlich die 14 durchfahren. Nö, dann fahren wir so in der Nähe. Fahren wir 14 in der nächsten Folge, fahren wir heute die 11 und dann, heute Morgen die 11 und dann in der nächsten Folge die 14. Okay, ich dachte, wir wären tatsächlich schon auf Ladung der 14. Aber für dumme steht's hier unten. Upsi. Ich hab's jetzt tatsächlich nicht drauf geachtet. Ich dachte mir jetzt echt, dass die sich jetzt einfach zu verzwinden. Aber so gut, aber ich habe mich schon gewundert, warum ich auf Sonnenschein unterwegs schon wieder bin. Naja, alles ist gut. Ist dann halt so. Eieiei, was ist denn heute wieder los? Früh am Morgen oder so eine Kacke. Aber da vorne ist schon die Haltestelle.
bisschen aufpassen, nicht, dass wir schon wieder auf irgendwie die Haltestelle brezeln. Unter Sonnstein. Komm, gib viel Zahltag. Ja, nett. Sehr schön. Ich brauche eine Fahrkarte. Scheiß Taxi. So, du möchtest eine Fahrkarte haben, ja. Weißt du, was kannst du? Hm? Ja. Gut. Ich bin jetzt, wo bin ich denn so? Ach, scheiße, 2 Minuten da. Ja, mein Gott. Chef hat die Route nicht gefunden. Doch, den kleinen Schlüssel im Auto auf und dann ist schon wieder der Hauptplatz und dann waren wir schon wieder zurück. Fuck, das kann ich mal, der kann laufen. Ich bin hier bewerkstelligt. Gut, dann fahren wir weiter. So, ach, der ist hier vorne, ne? Ist das hier oben? Jo. Tatsächlich. Ja, deswegen Sonnenschein, das kennen wir ja so alle schon. Das haben wir ja schon ewig, sind wir schon ewig gefahren mit 3 und auf 4 auf Erden. Ja, I love it. Ich hab doch nicht mal was gemacht, ich bin leicht angebremst, weil die Kurve dort war. So. Ja, Sonja, das ist immer extrem Leerlauf, da ist nicht viel gerade, was man so sagen kann. Nachhof. Habe ich noch nicht so ganz viel Zahltag? Vielleicht steckst du über die Haltestelle. Hier möchte ich euch gerne. So, dann Tür zu hinzu und weiter geht's. So, hoppla, und dann machen wir noch einen kleinen Break. Nächste Folge fahren wir nach Route 14. Also übernächste Folge, wohlgemerkt. Oh ja, gehen wir nicht auf die Eier mit der Scheißlauten. Ich muss Musik hören, und zwar ganz, ganz laut, dass das jeder mitbekommt. Hier bist du. Tut mir leid. Ja, nerv anders. So, und hoffentlich hast du jetzt eine Fahrkarte. Sonst kannst du direkt aussteigen. Hier ist die Fahrkarte. Oh, und hier ist ein Foto meiner Katze. Sie heißt Launzi. Was? Ach so, hier. So. Na klar. Ich kriege euch alle. Na klar. Hier, bitte. In meiner Tasche. Du hast ja. Gut, dann haben wir das auch. War nur ein Fahrgast. Aber ja klar, dass mit da einer. Ich liebe es. Ach, meine Fresse, ey!
Das ist das Geilste. Wenn du dann überholt wirst von einem Auto und danach stehen bleibst. So einen Kandidaten hatte ich mich gestern Abend noch beim Sieben, beim Dings. Er wollte mich überholen. Vorne kam einer entgegen. Ich bin so in die runtergegangen und hab gebremst. Ich glaube, es war der jetzt da den Gegenverkehr sammelt. Aber dann hat er auch gebremst. Danach hat er sich aber nicht nochmal getraut, mich zu überholen. Er ist dann schön brav hinter mir hergefahren. Jetzt auch nur, wo es ging, hat sich nicht getraut. Das war dann wohl ein Schock für ihn. Also wie gesagt, nochmal, ich habe nur gebremst, um nicht ihm auszubremsen, sondern ich wollte ihn vorbeilassen. Quasi, weil halt... Ich habe euch ja schon vor ein paar Folgen erzählt, dass es da so ein paar Kandidaten gibt, die meinen, ich muss LKW, ich muss überholen, obwohl da was entgegenkommt. Das interessiert mich nicht. Alle anderen müssen bremsen, ich nicht. Deswegen bremse ich dann irgendwann. Naja, wie dem auch sei. Wie gesagt, danach hat er gesagt, ne, ich bleib dahinter, ich hab keinen Bock drauf. So, Hauptplatz vor allen Dingen. Na gut, die Leute, die hier vom Hauptbahnhof kommen oder sowas, die dann vielleicht hier oben wohnen. Ist im Limiter drin, okay. 50 erlaubt. Das halten wir uns dran. So, und das ist die letzte Haltestelle, liebe Leute, für heute. Jetzt können wir mal einen Teiltag für uns? Nein, nicht ganz. In der nächsten Folge, liebe Leute, geht es dann weiter mit dem zweiten Teil in dieser Route hier.